Die 8 unsichersten Fluggesellschaften der Welt sind gekürt worden, ja. Also quasi so die rote Laterne. Dann Chaos am Köln-Bonner Flughafen am Wochenende. Frankfurt war alles normal. Bis Mittwoch wahrscheinlich, weil Verdi ruft zu einem bundesweiten Streik auf. Und was haben wir noch? Conda bestellt 13 A320 Airbusse. Ist doch eine gute Sache. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle, wie immer natürlich, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Dann haben wir noch eine Erinnerung für Stammtische. Wir haben Stammtische am 13.8. in Frankfurt. Ganz wichtig, wenn ihr uns kennenlernen wollt, vor allem auch mit der Vereinigung Passagier, die mir sehr am Herzen liegt. Da setzen wir uns für euch und eure Rechte ein. Eventuell ist noch in München eins geplant. Haltet mal so grob den 12.8. nochmal im Auge. Ich werde das aber diese Tage nochmal bestätigen. Das erste Thema ist ein Thema, was natürlich immer wieder vielen Leuten Angstschweiß in die Poren drängt. Warum? Ganz einfach. Wenn Airline Ratings kommt und sagt, wir haben Fluggesellschaften auf verschiedene Sicherheitskriterien hin abgeklopft und dann guckt man einfach bei den mehr als 400 Fluggesellschaften, welche da die Schlusslichter sind. Und maximal sind natürlich da 7 Sterne möglich. Derzeit erfüllen 158 Fluggesellschaften diese Kriterien. Im Vergleich zu 2019 hat sich die Zahl der besonders sicheren Fluggesellschaften reduziert. Ja, auch 41 weniger. Das kann man natürlich damit erklären, inwieweit natürlich die Fluggesellschaften die Covid-19-Regularien einhalten. Das ist natürlich etwas, was mit einfließt. Und einige Fluggesellschaften machen es, einige machen es nicht oder sie sind einfach nicht gecheckt worden. Wichtig sind dabei natürlich auch die Abstandsregeln beim Ein- und Aussteigen oder aber Grundreinigung des Flugzeugs, Bereitstellung Gesichtsmasken, Tragen der Gesichtsmasken auch vom Kabinenpersonal. Also solche Sachen werden da einfach mit beobachtet. Und fliegt eine Flotte ausschließlich mit in Russland bzw. ehemaligen UdSSR gebauten Maschinen, gibt es einen Minuspunkt. Ein Pluspunkt ist dagegen, wenn die Airline alle 8 Parameter der International Civil Aviation Organization, also der ICAO, erfüllt. Diese sind Gesetzgebung, Organisation, Lizenzierung, Arbeitsweise, Flugtauglichkeit, Unfallaufbearbeitung und natürlich Luftraumnavigation und Flughäfen. Die vollständige Liste könnt ihr euch ja bei Airline Ratings anschauen. Während es in 2019 nur eine Fluggesellschaft gab, die quasi da mit einem einzigen Stern, und das ist halt das, was man minimal halt bekommt, jeder kriegt einen Stern, ist ja nicht so schlimm, von den maximal 7, da gab es nur einen und das war Nepal Airlines. Nepal Airlines sind immer noch da auf dem letzten Platz. Dann kommt Iran Azaman Airlines, Blue Wing aus Suriname, Air Blue aus Pakistan, Sriwijaya Air aus Indonesien, Scud aus Kasachstan, Air Algerie, ein alter Bekannter, finde ich, das ist eine Fluggesellschaft, die ich natürlich immer wieder gesehen habe und persönlich auch kenne, aus Algerien und natürlich dann PIA, Please Inform Allah, Pakistan International Airlines. Das sind die neuen Contender in dieser Zone. Dann gibt es natürlich 6 Fluggesellschaften, die 2 Sterne haben, das ist Ethiopian Airlines. Fand ich allerdings jetzt irgendwie merkwürdig, weil die ja relativ modernes Gerät einsetzen. Uta Air aus Russland, Afrikiyai aus Libanon, Iran Air und Iran Air Tour, logischerweise aus dem Iran. Pegasus aus der Türkei und Conviasa aus Venezuela. Ja, daran sieht man, dass es Fluggesellschaften gibt, die da auf die Liste kommen, also bei Ethiopian Airlines, ich kann ehrlicherweise nicht erklären, wie das ist. Wenn ihr das erklären könnt, erklärt es mir. Ich bin dankbar für jede Hilfestellung. So, weiter geht's. Am Wochenende war wieder Chaos an einigen Flughäfen. Frankfurt wurde zuerst lange Schlangen gemeldet, aber dann doch kein Chaos. Gab Entwarnung, 20 Minuten Wartezeit. Dann war die Stimmung dort durchaus entspannt und locker. Wenn ich jetzt sage 20 Minuten, das ist dann in Ordnung. Am Frankfurter Flughafen
sind ja die Flughafen, Ferien, hätte ich fast gesagt, die Ferien am Flughafen dafür zuständig, dass man 180.000 Passagiere an eher in beiden Tagen gezählt hat. Und der Hochbetrieb hat also nicht zum Ausfall geführt. Man hat ja sogar mit 200.000 gerechnet. Also insofern hatte man 10% weniger, ist ja schon mal eine Zahl. Es haben sich natürlich mehrere Schlangen dann in Köln-Bonn gebildet, die dann mehrere hundert Meter aus dem Terminal rausgehen. Und man muss sich das Ganze einfach mal angucken, was da passiert, wenn man die Bilder im Fernsehen sieht. Ich finde es also recht problematisch, weil wenn man auch Reporter der Deutschen Presseagentur da drauf vertrauen darf, gab es Leute, die haben 7 Stunden. 7. Ja, also ich zeige es nochmal. 7. 7 Stunden in der Schlange gestanden. Das ist für mich unfassbar. Natürlich sorgt solche Wartezeiten auch für Unmut, Aggression, aber auch Probleme. Und deshalb zeigten sich mehr natürlich die Ordnungshüter in Form von Polizei, die dann auch ordnend eingegriffen haben. Und man muss dann einfach gucken, dass sich halt die Sicherheitsschleusen, die Warteschlangen wirklich extrem verlängert haben. Und das ist kein Zustand. Und es ist auch im Einzelfall zu versuchen gekommen, unbefugt den Sicherheitsbereich zu betreten, was in Köln ja schon mehrfach geglückt ist, mehr oder weniger. Man muss dann natürlich sowas unterbinden. Entsprechend haben wir die Wachdienstkräfte dort verstärkt, sagte die Bundespolizei oder die Polizei? Kölns Polizeisprecher war das, der Christoph Gillen im WDR. Und natürlich ist es auch so, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ja, ich sag jetzt mal, von irgendwo kommt. Die Leute wollen natürlich weg, ist doch klar. Das haben wir seit Wochen, Leute. Das ist jetzt nichts Neues, also Entspannung. Natürlich gibt es weiter Probleme bei der Gepäckabfertigung in Frankfurt, aber das wäre eine eigene lange Story, die ich hier teilen müsste. Um die heutige Sendung halt nicht so lang zu machen, weil ich noch ein bisschen so ein Voice-Over machen möchte für ein neues Format, gibt es aber trotzdem weiter noch News, und zwar das Bodenpersonal der deutschen Lufthansa AG möchte in ganz Deutschland streiken oder soll ganz streiken. Ihr seht ja den Aufruf-Flyer und da steht das halt einfach drauf, dass man natürlich diese chaotischen Zustände in deutschen Flughäfen am Mittwoch, den 27. Juli, mit einem größeren Chaos bedenken möchte. 20.000 Beschäftigte der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Cargo, der Lufthansa Service Gesellschaft LSG und die natürlich Lufthansa Engineering and Operational Services LEOS. Das sind die Pushbacks-Trucks fahren. Also wenn die streiken, dann passiert ja ja nichts. Das ist natürlich dann relativ problematisch. Deshalb ist es natürlich so, dass die Verhandlungsrunde am 13. Juli hatte kein Ergebnis gebracht und die Gewerkschaft Verdi war ja auch relativ unhappy. Und jetzt sollen die Streiks einfach am Mittwoch um 3.45 Uhr beginnen und am Donnerstag um 6 Uhr morgens wieder beendet werden. Verdi warnt da alle Bodenbeschäftigten, unter anderem auch für die Wartung zuständige Lufthansa Technik, die LEOS beschäftigen, die mit dem Pushback-Fahrzeug, sagte ich ja, fahren, dass die Flugzeuge in entsprechenden Positionen zurückgeschrieben werden, zum Warnsteig aufgerufen werden, wird dies zu größeren Flugausfällen und natürlich Verzögerungen kommen. Ja, ich habe schon die ersten Reaktionen bekommen, aber lasst uns erstmal nochmal auf die Forderungen der Kollegen eingehen. Und zwar ist es so, dass die Leute dringend mehr Geld brauchen und Entlastung. Und deshalb fordert man 9,5% mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und der Stundenlohn soll mindestens 13 Euro betragen. Die nächste Verhandlungsrunde sei eigentlich erst für den 3. und 4. August geplant in Frankfurt am Main. So, jetzt ist die Frage natürlich an euch. Unterstützt ihr so einen Streik? Sagt ihr, das ist tippitoppi oder das ist einfach flippifloppi? Ganz einfach an dieser Stelle unten kommentieren. Ich persönlich finde das so ein Streik, wenn Leute in Urlaub fliegen, gerade in so einer Hochsaisonzeit, ein Riesenproblem ist, weil es halt Leute trifft in einem Übermaß, die nicht dafür können. Und auf der anderen Seite muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, die Leute haben ein berechtigtes Interesse, dass man dort das Thema ernsthaft mal auch angeht und eine Lösung findet. Ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Ich fordere einfach nur auf, Leute, mäßigt euch im Ton, mäßigt euch gegeneinander. Das heißt also nicht, dass da jetzt zu Aggressionen kommt zwischen Passagieren und Bediensteten. Da haben wir schon genug
Probleme und das ist keine Lösung. Da müssen wir halt einfach wirklich darauf vertrauen, dass wenn wir uns mitteleuropäisch zivilisiert, kultiviert benehmen, dass das dann wesentlich einfacher für alle ist. Ist natürlich dumm, ist natürlich nicht tipptopp, wenn man da halt diese Probleme bekommt. Ich finde es halt einfach nur die falsche Zeit, wobei man natürlich einen Streik nie zu einer richtigen Zeit macht, weil es immer falsch ist, weil immer falsche Leute davon betroffen sind. Kommentiert einfach. Ich glaube, das Thema wird sehr, sehr kontrovers. Was keine Kontroverse ausruft und nach sich zieht, ist das, was ich ja schon bereits sagte. Die Condor hat 13 A320 Neos bestellt und 28 A321 Neos. Auf der Farnborough Airshow hatten die Freunde der Airbus ja gesagt, nee, wir brauchen diesen Schwanzvergleich nicht machen mit Boeing. Die sagen ja immer, wir haben so viele Flugzeuge in der Bestellung und Airbus nicht. Aber Airbus hat, wenn man den Strich drunter zieht, mehr Flugzeuge verkauft dieses Jahr, ohne das jetzt überall immer bekannt zu geben. Wenn man sich anschaut, was der Aufsichtsrat in Neu-Isenburg bestellt hat, ist es wirklich so, dass die Flugzeuge vom Typ 757, die halt wirklich Altmetall sind, aus den 320er, 21ern ersetzt werden sollen, vor allem aus den Neos. Die 767 sind ja sogar ausgetauscht worden gegen die 330er Neos, die sind ja schon unterwegs, beziehungsweise sind ja schon geleaste Flugzeuge da unterwegs, die halt da etwas Erleichterung bringen. Ich persönlich finde es gut, wenn die Flotte erneuert wird. Auch ich finde das sehr schön, wie die Dankbarkeit aus Toulouse kommt, wo Airbus sagt, wir sind dankbar, dass sie sich auch für uns entschieden haben. Ist natürlich für die Condor ein besseres Produkt der Airbus. A320, ganz einfach deshalb, weil sie die Flotte vorher schon A320er hatten und das macht dann in meinen Augen Sinn. Dann haben wir für euch noch einen Deal, so einen Deal. Ja, ich hatte ihn nicht angekündigt am Anfang. Warum? Ganz einfach, weil ich ihn für euch jetzt gesucht habe während der Sendung. Ja, so einfach ist das. Lars kann Multitasking. Und zwar sind das One-Way-Deals mit der Lufthansa oder mit der Austrian. Da geht es von Frankfurt, München nach Wien zum Preis nach Norden. Wenn man sich das Ganze anguckt in der Business Class, ab Wien 107 Euro. Von München aus auch nach Stockholm und umgekehrt 117 Euro. Also immer ein One-Way, ne? Immer eine Richtung. Helsinki, Frankfurt, One-Way 129, Göteborg, München 131, Stockholm, Frankfurt 136 Euro, Frankfurt, One-Way 136 Euro. Sind natürlich alles in P-Tarif gebucht, gibt nur 100% der Meilen, also diese einfache Entfernungsmeilen. Da gibt es dann den Multiplier noch drauf von Executive Bonus, wenn ihr Frequent Traveler oder aber Senator oder sogar Hon seid. Und 50% on top gibt es auch nochmal bis 31.12. Damit haben wir alle Themen abgearbeitet, haben da nochmal für Luft gesorgt. Und ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Bei der heutigen Ausgabe denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, das Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und ganz, ganz wichtig, Stammtisch. Denkt an den Stammtisch. Wir haben auch vielleicht eine Überraschung. Soll ich das mal am Ende spoilern? Ich kann es spoilern. Los Angeles werden wir uns vielleicht treffen, hatte ich ja angedroht dieses Jahr. Da werde ich euch nochmal den genauen Termin nennen für Los Angeles, wann wir Flugzeuge spotten und schauen können. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann, viel Spaß und bis morgen in Alter und Frische. Also, tschüss, wo ist die Fernbedienung?